Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Lösen von linearen Gleichungssystemen mit Hilfe des Eliminationsverfahrens. Wie schaut das aus? Im Eliminationsverfahren wird ein Gleichungssystem mit Hilfe von erlaubten Vereinfachungsschritten auf eine Form gebracht, aus der ich dann irgendwann die Lösung einfach ablesen kann. Die erlaubten Vereinfachungsschritte sind dabei die Multiplikation mit einer Zahl ungleich 0, das Vertauschen von zwei Gleichungen und die Addition des Vielfachen einer Gleichung zu einer anderen Gleichung. Warum darf ich diese Schritte machen? Weil die alle nichts an den Gleichungen ändern. Ja, das Vertauschen von zwei Gleichungen hat keine Konsequenz. Die Multiplikation mit einer Zahl ungleich 0 hat keine Konsequenz. Die gilt nach wie vor genauso. Die Multiplikation mit 0 ist ausgeschlossen, weil dadurch die Gleichung kollabieren würde. Da habe ich 0 gleich 0 da stehen. Das hilft mir dann nicht mehr weiter. Und damit mit der letzten Operation ändere ich auch nichts, da kombiniere ich dann nur zwei Gleichungen zu einer neuen und das passt also auch. Und das schauen wir uns am besten anhand eines ganz konkreten Beispiels an. Und wir haben hier ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Das heißt, wir könnten dieses Gleichungssystem zwar auch in unsere Matrix-Schreibweise bringen, dass wir hier sagen, wir haben 1, 2, 1, minus 1, minus 3, 1, minus 1, 1, minus 2 als unsere Koeffizientenmatrix mal x oder mal x1, x2, x3 soll sein gleich 1, 10 und 0. Aber dieses Gleichungssystem könnten wir jetzt nicht leicht durch Invertieren lösen, weil das Invertieren einer 3x3-Matrix, wenn sie regulär ist, zwar möglich ist, aber von Hand recht unerfreulich ist. Und deshalb machen wir das hier auch nicht. Und das ist auch nicht nur für uns unerfreulich, auch für den Computer ist das relativ aufwendig und relativ unpräzise. Also in diesem einfachen 3x3-Fall ginge das natürlich noch, aber allgemeiner sind andere Lösungsverfahren für den Computer schneller und verlässlicher durchführbar. Und deshalb schauen wir uns eben hier andere Verfahren an, wo wir die Inverse nicht explizit ausrechnen müssen. Jetzt machen wir also das Eliminationsverfahren mit Hilfe dieser erlaubten Vereinfachungsschritte. Ziel ist dabei, dass ich in einer Gleichung hinterher nur noch x1 stehen habe, in der anderen Gleichung nur noch x2 und in der dritten nur noch x3, weil dann kann ich die Lösung ablesen. Das heißt, im ersten Schritt versuchen wir mal, x1 aus den Gleichungen 2 und 3 zu eliminieren. Die habe ich also hier mit Zeile 1, Zeile 2 und Zeile 3 mal durchnummeriert. Wie kann ich das machen? Naja, in der dritten Zeile werde ich das x1 recht leicht los, wenn ich die erste Zeile davon abziehe. Ja, wenn ich das nämlich mache, dann muss ich x1 von x1 abziehen. Ich führe das hier einmal vor. x1 plus x2 minus 2 mal x3 haben wir da stehen und davon ziehen wir dann ab. x1 minus x2 minus x3 und bekommen dann 0 minus 1. Wir haben also beide Male die linke Seite minus die rechte Seite da stehen. Und dann können wir hier die Klammer auflösen und müssen dann nur das Vorzeichen jeweils ändern und diese Klammer können wir auch einfach weglassen. Und dann sehen wir, das machen wir einfach, indem wir x1 minus x1 rechnen. Dann bleibt noch 2 mal x2 da stehen, weil ich x2 plus x2 habe. Und minus 2 mal x3 plus x3 ist minus x3, was dann gleich minus 1 ergibt. Und das kann ich mir hier so aufwendig hinschreiben. Ich sehe aber, dass ich einfach immer nur in der gleichen Spalte die Werte voneinander abziehen muss. Ich muss also x1 minus x1 rechnen, das ist 0. x2 minus minus x2 ergibt 2 mal x2. Minus 2 mal x3 plus x3 ist minus x3 und 0 minus 1. Das heißt, ich muss das gar nicht so ausführlich hinschreiben, sondern kann das einfach innerhalb derselben Spalte machen.
Tun wir das also hier einmal für sowohl die zweite als auch die dritte Zeile. Für die dritte Zeile hatten wir gesagt, dritte minus erste Zeile. Für die zweite Zeile müssen wir zweimal die erste Zeile abziehen. Das habe ich also hier so hingeschrieben. Dann habe ich also 2 mal x1 minus 2 mal x1 fällt weg. Minus 3 mal x2 plus 2 mal x2 ist minus x2. x3 plus 2 mal x3 ist 3 mal x3 und 10 minus 2 mal 1 ist 8. Und jetzt ist es ganz schön, weil hier sind wir das x1 schon los und haben dann hier unten nur noch ein Gleichungssystem mit zwei Variablen, x2 und x3. Und da können wir dann im Prinzip das gleiche Spiel nochmal machen. Ja, da kümmern wir uns jetzt um x2 und sorgen dafür, dass das in der Zeile 5 verschwindet. Und dafür ist es dann besonders günstig, wenn es hier in der zweiten Zeile den Koeffizienten 1 erhält. Wir multiplizieren also hier noch einmal mit minus 1 durch. Da haben wir da plus x2 minus 3 mal x3 ist gleich minus 8 stehen. Und dann können wir das besonders leicht hier unten abziehen. Haben wir auch das nochmal übertragen und dann eliminieren wir hier unten in der Zeile 5 einfach das x2, indem wir sagen, wir nehmen Zeile 5 minus 2 mal Zeile 6. Da haben wir hier eine neue Nummer gegeben. Das heißt, ich klicke mich hier schon mal weiter. Was bekommen wir daraus? 2 mal x2 minus 2 mal x2 fällt weg. Minus x3 plus 6 mal x3 ist 5x3 und minus 1 plus 16 ist gleich 15. Und dasselbe machen wir auch oben in der ersten Zeile, wenn wir schon dabei sind, bringen wir auch hier das x2 gleich weg. Die müssen wir jetzt nur aufaddieren. Ja? Zeile 1 plus Zeile 6. Was kommt da raus? Die beiden aufaddiert fällt weg. Minus 3 mal x3 minus x3 ist minus 4x3 und 1 minus 8 ist minus 7. Und dann sind wir schon so weit, dass wir die Lösung für x3 im Prinzip fast ablesen können. Wir müssen also hier nur noch durch 5 dividieren. Da werden wir da den Koeffizienten los und bekommen hier eine 3 heraus. Und die 3 können wir dann hier und hier entsprechend einsetzen und das auflösen. Machen wir das also einmal, das stand nur auf den Folien noch einmal ausführlich drauf, sind genau zu dieser Lösung hier übergegangen und jetzt bringen wir also hier diese beiden x3s weg, indem wir rechnen zu Zeile 7 müssen wir viermal die dritte Zeile dazu addieren und zu Zeile 6 dreimal die neue dritte Zeile. Hat hier die Nummer Z9 nach dem 9. Umformungsschritt bekommen. Was bekommen wir dann daraus? Also die x3s fallen entsprechend weg und dann habe ich minus 7 plus 4 mal 3, also plus 12 ist 5. Und minus 8 plus 3 mal 3 ist 1. Und damit haben wir dann unsere Lösung des Gleichungssystems da stehen. Wir wissen also, x1 ist 5, x2 ist 1 und x3 ist gleich 3. Um sicher zu sein, dass man es richtig gelöst hat, würde ich auch immer empfehlen, diese Lösung nochmal ganz am Anfang ins Gleichungssystem einzusetzen, einfach um zu kontrollieren, ob man auch wirklich alles richtig gemacht hat oder ob irgendeine Gleichung dann Fehler ergibt. Ich führe es aber hier im Video nicht explizit vor. Ich denke, das können alle alleine gut machen. Ich zeige hier stattdessen noch einmal etwas anderes her, nämlich wie man sich ein bisschen Schreibarbeit sparen kann, indem wir nämlich das Eliminationsverfahren in dieser Matrix-Schreibweise mit der Koeffizientenmatrix links und der rechten Seite rechts noch knapper hinschreiben können. Da sparen wir uns viel an Schreibarbeit.
und man vertut sich auch weniger leicht. Also wir überführen einfach diese Gleichung in die Form hier, übertragen alle Koeffizienten, das hatte ich ja zu Beginn schon einmal gemacht, in eine Matrix und auch die rechte Seite schreibt man damit dazu. Und im ersten Schritt möchte man dann also hier die Nullen bekommen. Das macht man, indem man von der zweiten Zeile zweimal die erste abzieht. Also 2 minus 2 mal 1 ergibt 0. Minus 3 plus 2 mal 1 ist minus 1. 1 plus 2 mal 2 ist 3. 10 minus 2 mal 1 ist 8. Und genauso hier, Differenz zwischen dritter und erster Zeile. 1 minus 1 ist 0. 1 plus 1 ist 2. Minus 2 plus 1 ist minus 1, 0 plus 1, 0 minus 1, Entschuldigung, ist minus 1. Und dann können wir also hier durchmultiplizieren mit minus 1 und haben da den gewünschten Koeffizienten von 1 stehen und können dann im nächsten Schritt diese Gleichung 2 zur ersten dazu addieren und von der dritten zweimal abziehen. Und wenn wir das machen, erhalten wir hier die 1 und da oben und da unten die beiden Nullen. Dann dividieren wir hier durch 5 durch und haben da stehen 1 und 3. Und dann können wir diese Gleichung viermal zur ersten dazu addieren. Dadurch ergibt sich dann hier die 0 und minus 7 plus 4 mal 3 ist dann 5. Und hier dreimal die dritte Zeile dazu addiert ist minus 8 plus 3 mal 3 ist 1 und damit haben wir das Gleichungssystem gelöst. Das heißt, wenn man sich nur diese Koeffizientenschreibweise vornimmt, ist man in wenigen Schritten ganz schnell bei der richtigen Lösung angekommen. Das Schöne an diesem Eliminationsverfahren ist also, dass wir damit ganz schematisch auf standardisierte Art und Weise und relativ schnell Lösungen von linearen Gleichungssystemen bestimmen können. Hier haben wir uns den eindeutig lösbaren Fall besonders rausgepickt. Grundsätzlich funktioniert es aber auch für andere Gleichungssysteme. Ich werde das hier nicht ganz ausführlich machen, aber kurz ansprechen. Also mit dieser Strategie des Eliminationsverfahrens, mit diesen erlaubten Vereinfachungsschritten, bringt man das Gleichungssystem auf die sogenannte kanonische Form oder auch Skelettform. Und die ist dadurch charakterisiert, dass man in jeder Zeile nur Nullen oder Einsen als Koeffizienten stehen hat. Also das erste von null verschiedene Element in der Zeile muss eine 1 sein und danach dann wieder nur Nullen. Und in der Zeile darunter muss es dann auch wieder eine 1 geben und die sollte dann aber rechts von der 1 in der Zeile darüber stehen. Es wäre aber auch erlaubt, eine Zeile zu haben, die nur aus Nullen besteht. Und die Zeilen, in denen dann die Einsen vorkommen, die nennt man Treppenstufen und die zugehörigen Variablen sind dann die Basisvariablen in diesem Eliminationsverfahren. Im eindeutig lösbaren Fall ist also jede Zeile eine Treppenstufe und jede Variable eine Basisvariable gewesen. Und das ist eben der Fall, den man in der Praxis am allerhäufigsten braucht. Es wäre aber auch möglich, dann eine Lösung zu haben, wo wir mehr Gleichungen als Unbekannte haben und das trotzdem genauso funktioniert, dass wir das auch auf diese Treppenstufenform bringen, weil das Gleichungssystem immer noch eindeutig lösbar ist. Es könnte aber auch sein, dass wir unendlich viele Lösungen haben, wenn wir dann so Zeilen mit lauter Nullen haben. Im Skriptum ist das auch genauer vorgeführt. Ich werde mich hier in den Videos eben auf den eindeutig lösbaren Fall beschränken.